Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Minecraft Survival. Ja, dann gehen wir mal auch gleich volle Pulle. Volle Pulle, oh meh. Und schauen mal, wir müssten in unserem wunderschönen Haus stehen. Ja, genau, so ist es. Wir schauen mal, letzte Aufnahme sind 3 Tage her. Sounds haben wir auch. Das ist immer wichtig und immer gut. Genau, letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her bei mir jetzt privat. Wie gesagt, 3 Tage. Und die Folge kommt sogar heute noch. Also am 8.5. planmäßig, wenn ich es schaffe, kommt diese Folge noch. muss aber. Also das muss ich eigentlich hinkriegen. Und das werde ich auch hinkriegen, da bin ich mir sehr sicher. Was mache ich denn hier? Nehmen wir mal mit. Da brutzelt vermutlich Fleisch, ne? Ja, können wir auch kurz warten, bis es fertig ist. Dann nehmen wir uns die 16 Steaks, die es dann werden, auch mal mit. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Erster Fehler übrigens. Die Tür. Jetzt. So ist schön. So, was machen wir denn heute Schönes? Ich habe mir das im Vorhinein überhaupt nicht überlegt, was wir jetzt Schönes machen wollen. Wie immer, eigentlich gehen wir mal kurz ein bisschen spazieren. Und guck mal, das sieht doch famos aus. Wie für uns geschaffen, diese kleine Höhle da hinten. Was wir aber zuerst machen, Verzeihung, dass es wieder genauso ist wie in jeder anderen Folge, dass ich von A nach B renne, ohne irgendwas zu tun, ist, dass wir jetzt diesen Baum da fällen werden, weil der uns, als wir Holz gehackt haben, in der letzten Folge immer die Sicht auf unser Haus versperrt hat. Und das will ich ja nicht. Wie gesagt, ich bin ein bisschen übervorsichtig, was so Haus wiederfinden angeht, weil ich habe das oft gehabt, in meiner Singleplayer-Welt, von der ich vielleicht mal, na, vielleicht auch nicht, vielleicht mache ich mal ein kurzes Let's Show draus, aber das wird auch nur ein ganz kurzes, weil ich schätze mal, dass ich Minecraft Singleplayer gespielt habe und zwar richtig ausgiebig. War zu einem Zeitpunkt, wann war denn das? Vor 3 oder 4 Jahren? So? Ich glaube schon, ja. Und wie gesagt, da habe ich ja dann auch. Also die ist jetzt nicht so schön geworden, dass man die jetzt unbedingt jeden zeigen müsste, von daher, nur vielleicht, ne? So, wir scrollen mal zum Schwert. Und nehmen das da weg und das dafür rein. Oh wow. Was für eine Höhle. Ja gut, das habe ich übrigens auch ganz oft so, dass ich, wenn ich in Höhlen gehen möchte, dass ich dann sowas bekomme. Also nix im Grunde, Fake sozusagen. Die Fackel lassen wir da mal stehen. Das können wir uns ja vielleicht merken. Ja, Mensch. Wir machen heute mal eine kleine Inselrundtour. Ansonsten, wenn von euch irgendwelche Bitten, Wünsche, Vorschläge, was ich so machen soll in dem Let's Play, es wird auf jeden Fall noch so, ich nenne es mal jetzt ganz grob Standardzeug geben. Also es wird einen kleinen Bauernhof geben, eine kleine Farm. Im besten Fall. Wir machen auch noch unser Haus auf jeden Fall schöner und größer. Das habe ich auch schon alles mal gesagt. Aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Special-Sachen, egal jetzt ob für das Singleplayer-Let's Play, also für Minecraft Survival oder auch gerne für das Online-Let's Play, Minecraft Online, da habe ich übrigens gestern auch noch 2 ganz knackige Folgen aufgenommen, die kommen jetzt auch in den nächsten Tagen raus, das wird sehr, sehr schön. Also die sind echt lustig. Guck mal, hier war ich doch. Hier hab ich doch geredet über die Entscheidung, einen Wald, genau. Was ist denn los? Ich bin völlig durch den Wind. Über die Entscheidung, ein Haus nicht im Wald zu bauen. Das war doch exakt hier. Das heißt, hier war ich schon mal. Okay, krass. Ja, die Hühnchen lasse ich leben. Ich muss mich auch erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen. Ich weiß gar nicht, mit was man Hühner anlocken kann. Also, beziehungsweise triggern sozusagen, dass sie dann zu einem kommen. Habe ich, keine Ahnung. Muss ich ehrlich gestehen. Da werde ich mal wieder das gute Minecraft-Wiki aufschlagen müssen. Und da gehen wir
bestimmt auch irgendwann mal rein. Das Ding ist halt, wenn wir da einmal drin sind, kommen wir da vermutlich so schnell nicht wieder raus. Und ich mache mir auf jeden Fall erstmal aus meinem Eisen eine Rüstung, insofern das reicht. So, jetzt sehen wir auch unser Haus auf den ersten Blick. Weil da nur noch ein Baum davor steht und nicht mehr zwei. Hallo Hühner. Na? Genau, also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Vorschläge, Wünsche, was ich machen soll, ob ich mehr bauen soll oder mehr Landschaft erkunden, schreibt das doch gerne in die Kommentare. Was im Haus auf jeden Fall noch fehlt, ist ein Dach, ne? Und entweder Dachboden oder Keller. Das ist mir doch mal so aufgefallen. Und wir müssten mal unsere Kiste umziehen. Ich glaube, das wird das Erste sein, was ich mache. Gut, bereit euch auf droppende Frames vor. Wir machen jetzt die Kiste kaputt. Oh, geht sogar. Ich habe alles bekommen, nur die Kiste nicht. Gib mir die Kiste. Sehr gut. Vielen Dank. Die stellen wir einfach mal ganz frivol dahin. So als Nachttisch oder so. Keine Ahnung. Frivol ist auch so ein Wort, ne? Naja. Gut, na, Essen behalte ich. Das kann weg, das kann weg, das, Löwenzahn. Knochen haben wir auch, also einen. Original. Aber ist ja nicht schlimm. So, Fichtenholzbretter, Erde brauche ich jetzt auch nicht unbedingt gerade, wo ich hier bin. Die nehmen wir mal noch mit. Was haben wir hier? Setzlinge. Und das Wertvollste überhaupt, nämlich ein Spinnenauge. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen. Ja, auf jeden Fall schon mal eine Jacke. Dann machen wir uns. Natürlich erstmal auch davon einen Brustpanzer. So. Und eine Hose, würde ich sagen. Und einen Helm. Dann haben wir noch ein Eisen. Und das sollte uns ja veranlassen, dann mal irgendwann wieder ein bisschen Eisen zu suchen, zu farmen. Whatever. Okay, ein Schwert haben wir auch aus Eisen. Jetzt sehen wir aus wie ein kleines Hörnchen in Ritterrüstung. Hallo. Ich find meinen Skin ziemlich niedlich. Aber na gut. Was wollte ich machen? Ein Dach, ne? Oder mal einen ordentlichen Fußboden. Den würde ich aber ungern in derselben Holzfarbe machen wie die Wände. Also müsste es entweder so wie das Dach. Also keine Sorge, da kommt ein Dach drauf oben und dann wird das ja weggerissen, dass wir praktisch freien Blick haben auf ja, Dachstuhl, das Dach allgemein, also die Innenseite praktisch. Das bleibt nicht so. Allerdings kann ich schon mal versprechen, dass ich nicht der originellste Häuschenbauer bin, was Minecraft angeht. Aber wie ja auch schon mehrmals mittlerweile erwähnt, ich will mit dem Ding hier keinen Preis gewinnen. Ich freue mich, dass ich das machen kann, dass ich es machen darf. Es war ein langer Traum von mir. Seitdem ich Let's Plays schaue, dachte ich mir, boah, das willst du auch mal machen irgendwann. Wenn du mal das Equipment hast und vielleicht ein bisschen mehr Geld als sonst. Gut, mehr Geld ist es nicht geworden. Equipment kam plötzlich irgendwie. Dank sowas wie Geburtstag halt und so. Und von daher bin ich sehr froh, das jetzt zu machen. Jetzt in einer Woche. Ne? Oder ein bisschen mehr in der Woche. Ich habe jetzt 10 Videos veröffentlicht und bin mit meinem Start auf YouTube auf jeden Fall mehr als zufrieden. Gerade die ersten Tage liefen ja bombastisch. Wir haben überwiegend Hühnchen, ne? Okay, cool. Na, warum nicht? Hühnchen sind ja auch schön. Ich hätte gerne ein paar Schweine und Kühe noch gesehen, aber ich glaube, die habe ich alle schon geschlachtet, bevor ich sie irgendwie mitnehmen konnte, ne? Beziehungsweise bevor ich daran dachte, sie mitzunehmen, eventuell. Ich werde auch mal schauen, da ich ja an einer so einer Folge nicht allzu viel schaffe, wie man vielleicht mitbekommen hat, werde ich mal schauen, ob ich die eventuell ein bisschen länger gestalten werde, irgendwann mal, oder ob die so bleiben sollen. Auch das könnt ihr gerne in den Kommentaren mitbestimmen sozusagen, mir dann ein paar Ratschläge geben, was ihr lieber habt, ob ihr wirklich lieber bei 15 Minuten
sagt, das reicht mir privat. Mehr muss ich von diesem Zeughier nicht sehen oder den Creeper wollen wir nicht anlocken. Oder ob ihr sagt, ja klar, habe ich nichts dagegen. Ein bisschen mehr Action. Vielleicht, also Action ist ja allgemein relativ wenig, aber vielleicht ein bisschen mehr vom guten Hörnchen in der Survival-Welt. Kann man schon mal machen. Genau, heute ist übrigens gerade Freitag, der 8. Mai. Und damit auch der Tag, an dem ich den in der letzten Folge schon angesprochenen Upload-Plan veröffentlichen werde. Da könnt ihr auch auf jeden Fall, wenn ihr wollt, gespannt sein. Ich finde den ganz gut. Wobei ich jetzt durch ein paar Absprachen mit ein paar anderen Menschen noch gemerkt habe, dass der sich relativ schnell nochmal ändern wird. Aber ich werde ihn trotzdem vermutlich zeitgleich mit dem Video hier raushauen. Oder vielleicht kurz davor, so eine halbe Stunde bis Stunde. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so ankommt bei euch. Auch da immer wieder gerne eure Meinung ist gefragt bei den ganzen Sachen, die ich hier mache. So, jetzt haben wir wenigstens nochmal hier einen neuen Boden rein. Schauen wir mal, wie viel Erde wir dabei kriegen. Jetzt haben wir auf der nämlich 33 Fichtenholz, ist es glaube ich. Ob das reicht? Oh, da habe ich vergessen, mein Handy lautlos zu stellen. Es tut mir sehr leid. Handy ist auch so eine Sache, ne? Sagt ihr heute noch Handy oder sagen mittlerweile alle Smartphone? Ich bin irgendwie bei Handy hängen geblieben, aber vermutlich auch, weil ich noch zu der Generation gehöre, die Handys noch kennt. Ich glaube, mittlerweile hat ja niemand so ein gutes altes Nokia mehr. Ich weiß noch, mein erstes Handy war ein Nokia. Und es war großartig. Es war das kleinste, was damals produziert wurde und ist unkaputtbar, sozusagen. Haben wir noch Fichtenholz? Ja, das finde ich sehr gut. Dann machen wir uns davon doch nochmal was. Das ist nämlich Eiche, genau, dann muss das Fichte sein. Huch. Zack, zack. Und hier müssen wir leider nochmal die Tür rausreißen. Weil das sonst nicht gut aussieht. Und ich höre was. Nein, ich hätte schwören können, ich hätte gerade einen Creeper gehört. Aber okay. Zum Glück nicht. So, wir haben einen Boden unter den Füßen, nicht aus Erde, sondern aus Holz. Ja, wie gesagt, das wird noch ein bisschen größer und ich werde noch ein bisschen was an Deko machen, vermutlich. Was wir auf jeden Fall schon machen können, ist die Fackeln zu setzen hier drin, damit uns hier nichts anbrennt. Und die machen wir nämlich hier auf Höhe 2 und da auf Höhe 2. Ja, da kommen ja vielleicht... Können wir denn schon einmal eine Reihe Slabs machen? Stufen. So vielleicht. Erstmal, oder wir machen nur hier die Stufen und hier machen wir eine kleine Sitzecke oder so. Wir schauen mal, wie das aussieht. Auf jeden Fall ist es jetzt schon mal schöner als vorher. Für dich jedenfalls. Vielleicht noch einen Blumentopf oder so, wenn wir den mal irgendwie zusammengeschustert kriegen sollten. Hier ist mittlerweile das Glas auch fertig. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Kiste. Die können wir auch nochmal ganz kurz machen. Ne, aus Erde nicht, aus Eichenholz. Dann haben wir nämlich auch damit kein Problem mehr. Zack. So, ihr seht, sie ist größer. Und was wir noch machen in der Aufnahme ist das Neusetzen von Zepplingen. Bevor ich mich dann schon wieder verabschiede, ich finde das, wie gesagt, also 15 Minuten ist, wenn man es natürlich anschaut, ist es genau richtig, wie ich finde, aber wenn man selbst spielt, ist es viel zu kurz. Ich hätte gedacht, dass, ich habe mir gedacht, oh, hoffentlich kriegst du irgendwie die Zeit einigermaßen über die Runden und du weißt, was du sagen sollst, 15 Minuten lang. Aber jetzt, wo man es so selbst macht, finde ich es viel zu kurz. Übertrieben. Das geht so schnell rum, diese 15 Minuten. Das ist echt nicht mehr feierlich. Da ist ein Knochen, nehmen wir mit. Da ist ein Schäfchen. Das lassen wir mal kurz. Da ist nix, da haben wir Sand gefarmt.
vor ein paar Folgen. Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle wieder mal von euch. Wie gesagt, zu den betroffenen Themen, die angesprochen sind, dürft ihr gerne eure Meinung in die Kommentare reinhauen. Ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Und dann verbeuge ich mich. So. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ich hoffe, die Folge kommt heute noch raus. Und bis zur nächsten Folge Minecraft. Euer Hörnchen. Tschüssi.